Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf KDK von Thüringen, Version 3.0001. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich grüße mal alle neuen Zuschauer, alle neuen alten Bekannten. Ja, noch ein dickes Dankeschön schon vorweg fürs fleißige Einschalten, neu abonnieren und hier nur wieder mal kommentieren. Ich danke dafür. Ja, da hilft ihr ungemein. Je mehr kommentiert wird und mal geliked wird oder mal dergleichen gemacht wird, umso mehr werde ich vorgeschlagen für anderen Zuschauer, was den Kanal natürlich sehr helfen wird. Ich danke mal dafür. Ja, wir machen weiter mit Aussaat Weizen, an dessen kann ich alleine weiterarbeiten. Hier haben wir noch ein paar Flächen nachzuarbeiten. Das machen wir gleich. Wir haben noch mal drinne Saatgut. Das kann man gut erkennen. Wir werden mal gleich mal hier das machen, ne? Das soll ja fertig werden. Den nächsten Felder kommt Mais rein. 38 und 60. Und ist noch zu kalt dafür. Also die Bodentemperatur passt noch nicht. Wir haben Tag 3. Soll schon mindestens 5 Grad sein, glaube ich, nach laut Seasons. Die haben wir noch nicht. Schauen wir morgen. Ja, Flügen ist bald fertig. Dann können wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Na, 15 nicht. Machen wir auf 5. Ja, ich hatte die erste Folge fast fertig. Anführungszeichen. Absturz von dem Aufnahmeprogramm. Gut. Ist halt so. Die Folge wäre zu kurz gewesen. Außerdem habe ich dann kein Abspann, keine Absage oder keine Verabschiedung. Das ist nicht gut. Ja, und das ist dann mehr ungünstig. Das macht mir so ein schlechtes Licht für jeden Zuschauer, der mich nicht kennt. Deswegen kommen so eine Folgen, wenn ich das mitkriege, nicht in Frage. Die nicht ganz meinen Ansprüchen genügen. Ja, die Aussaat hier, Weizen auf Feld Nummer 10 mit nur noch Gerste ausgesät. Sollte bald fertig werden. Dann wollte ich den Kühen noch ein bisschen Stroh bringen. Futter und als Einstreu. Und ja, schauen wir mal, die Geräte zurückfahren, ne? Für Mais vorbereiten. Müsste ich mal. Oh, Schura ist fertig. Das ist bestimmt der mit dem. Ne, mit dem Flügen. Flügen auch noch nacharbeiten, sicherlich. Da wird nicht alles gemacht worden sein, das ist aber normal. Das Feld ist ewig so Flügen ungünstig. Naja, ja, ungünstig kann man sagen, für einen Helfer an sich ungünstig. Ne? Kursplay, die hatte ich da eh nicht gespeichert gehabt. Und im Umzug auf neuen Rechner sind die Kurse alle weg. Vermutlich mal sind auf der anderen Teil der Festplatte drauf, auf C. Und ich habe mir zwar den Spielstand hier gesichert. Das war ja zum Glück über Steam gespeichert, aber halt das andere halt nicht. Aber gut, nur kurz mehr kurz zu fehlen. Mit dem kann ich leben. So viel waren hier noch nicht gewesen. Naja, das kann man ja nach und nach ja neu machen, ne? Ja, mittlerweile Version habe ich drauf. Oh, 75. Sollte man neue gehen normalerweise. Aber das ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Ja, Dünger raus, der Pole schon noch. Naja, ist halt so, ne? Ja, das ist die Version 3.001. Da ist ein paar Fehler behoben worden. Frag mich nicht welche, keine Ahnung. Mir war noch keine aufgefallen, bis auf den globalen Markt. Boah, als Fehler, naja, gut, in Sachen kaufen oder Absturz ist schon ein Problem, ne? Aber wie gesagt, das umgebe ich jetzt aktuell, weil ich da jetzt dann nur, was ich haben will, einkaufe und dann entsprechend, wenn ich leer habe, kauft das nächste. Ne? Dann umgehe ich das Problem halt.
Für mich ist der globale Markt mehr so eine Option, dass ich so in dieser Karte. Zecke funktioniert nicht, oder? So tief. Ja, und also diese Karte, also Thüringen und mit der Marsch Handel treiben kann, ne? Ich könnte hier auch Dünger herstellen und Saatgut, aber ja, hier stelle ich für Weizen und Gerste her überwiegend, ne? Für Bier, die ich nur im Arsch herstellen kann, ne? Geht ja auch alles. Dass die Geldmittel ungefähr gleich sind, ne? Gut, normalen globalen Markt hätte man auch nehmen können. Da hätte man eine Welt verkauft, aber hätte man garantiert nicht mehr das bekommen, was man haben will, ne? Wie Dünger oder so. Wenn nichts da ist, nichts da, dann muss doch ein normaler Händler kaufen, ne? So, einmal noch die Ecke hier. Dann schicken wir ihm nach Hause oder wir fahren selber. Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe nur geguckt im Menü nach Sammelwagen vom Pöttinger und vom Mehweg. Ah, wird erst morgen aktiviert, denke ich mal. Von daher alles gut. Beim Händler habe ich geguckt. Doppelschlag. So. Das müsste jetzt fertig sein. Mal gucken, ob das Attraktiv funktioniert. Jetzt funktioniert das. Okay. Das wird wahrscheinlich zusammenhängen mit dem Mikrofon, wenn das zwischen dem Auge und dem Sensor kein Kontakt ist, dann ist es gestört. Wir fahren ihn jetzt zurück. Das ist eine normale Sämaschine, die werden wir nachher auch verkaufen. Wir werden die ab leer machen und dann verkaufen. Wir werden bei der BGH-Silos immer leer machen und dann später mit einer anderen Sämaschine einsammeln wieder. Sozusagen gut und Dünger. Ne, haut nicht hin, ne? Ja. Ist auch seit dem Patch schon, ne? Als 7, wo das Ding heißt, ist halt ein bisschen anders. Geht ja um die Steuerung in den Augen, ne? Dass ich keine Maus verwenden muss. Was bei Kettlekopf noch nicht funktioniert. Bis jetzt wüsste ich nicht, woran das liegt. Ah, werden wir irgendwann rausfinden. Müssen wir noch Förderband noch holen für den Mist. Das ist kurze jedenfalls. Da habe ich oben noch eins. Das müsste. Da haben wir noch ein kleines, das können wir nehmen. Und sonst ist noch ein kleines noch beim Händler. Hat eben mal Zurücksatz gehabt. Aber mir ist ja gelungen, das Prinzip hier die ganzen Maschinen, die ich vorhatte, 1:1 rüber, also mit herzuholen, ne? So, ab. Das müsste ich jetzt hier vorne machen, irgendwo. Weiter weg vom Schuss. So. Zwar mit I. Dann wollte ich das Ding verkaufen. Zwar. Das ist gefährlich. Ich habe noch eine zweite zu stehen. Und das Auto drin. Da noch mal stehen. Weil ich will das auch vor leer machen und dann verkaufen. Blöd wird nämlich dann. Naja gut, ist nicht das Problem, aber ich verschenke nicht so gerne was. Das war kein Vermögen, aber ein bisschen ist es doch. Und dann wird man gleich die anderen Sämaschinen kaufen. Die ich als blau habe. Das Volumen ist ein bisschen größer, was reinpasst und es kann auch Mais aussehen. Die können jetzt kein Mais aussehen. Dann müsst ihr das erstmal flügen, ne? In Gruppen zumindest. Da muss ich noch nacharbeiten ein bisschen, sehe ich gerade so. Machen wir alles noch. Traktoren geht noch. Tank ist auch noch drin, ja. Ja, der 47 habe ich immer drin und bei der. Ja.
48, glaube ich. 48 ist auch noch was Platz. Ja, wie gesagt, Sonnenblumen, Mais. Zum Beispiel. Da soll der Mais rein. Und rechts auch, wo beides Getreide war. Aber ich möchte mal die Silos voll bekommen. Zumindest mittlere erstmal und dann mal sehen, links oder rechts. Eins von beiden. Mal sehen, ob die jetzt auch noch buggy sind oder nicht. Wenn ja, muss ich die Silos von nächsten Mal nicht verwenden, sondern entsprechend da anderes aufbauen. Ne? Doch mal testen. Ab und zu mal ruckelt ein bisschen, ja, liegt aber daran, dass Shredder-Cage neu gespeichert werden muss. Ich gehe mal jetzt mal F60, FPS mal gucken. Ich hatte ja früher beim Hof immer starke Einbrüche gehabt, auf rund 30. Mal sehen, was jetzt mit meiner Grafikkarte, ob das besser klappt. Ich habe mir ein ganzes System zugelegt. Aber ich werde mich trotzdem mal erstmal leer machen und die Geräte verkaufen, ne? Also Sämaschinen verkaufen. Ja, minimal. So, dann können wir über Menü verkaufen, weil das Garage. Mir brennen die Füße. Kommt von der Arbeit. So. Multimarsch, Multifrucht. Ich staune, dass die Beine auch entsprechend Multifrucht anzeigen. Aber warum weiß ich nicht. Die verkaufen wollte ich. Und das gute Stück. Da haben wir keine, das passt. Und dann kaufen wir gleich mal neu. Sämaschinen. Tierhaltung nicht. Seetechnik. Grund die beiden Maschinen, die ich schon habe. Ich hab's hier in Blau, ne? Ja, so habe ich das ungefähr. Vier Stück müssen eigentlich reichen insgesamt. Das Förderband immer gleich mitnehmen. Noch läuft alles. Gut. Wenn wir hier einsteigen und das aufklappen. Wieder aussteigen, ne? Das klingt komisch, aber anders wirst du das nicht machen lassen. Man hier normalerweise festmacht das Ding an und schiebt das dann per Hand. Gerade sagen, wieso geht's nicht? Gut, dann fahren wir es mal Richtung Misthaufen. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen Mist schon zu liegen. Das muss ja auch weg. Hier haben wir hoch, sieht man gerade so. 57, 54. Grunde bin ich zufrieden. Super Werte. Das vorhin gemeldet Flügen ist fertig. Ja, sieht gut aus. Bis noch ein kleiner Rest hier. 50, ja, okay. 20 mehr als sonst. Ich muss schon sagen, das ist erstaunlich, diese Touren, ne? LS so ressourcenfressend ist hier. Ja. Aber gestern habe ich eine Testphase mit Zephyr D gespielt. Das ist gleich in grün.
Also das Spiel ist, glaube ich, sehr, sehr stark verbesserungswürdig. Also ohne das jetzt zu stark kritisieren zu wollen, aber ein Spiel von 2013, was das erste Mal rauskam. Und jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es zu hardwarehungrig. Denn wir ein bisschen so machen. Jetzt können wir mal ein bisschen drehen, denn ich muss rechts in der Motor starten, ist gut. Und tanken müssen, ne? Tankanzeige ist nicht dabei. Ja, dann müssen wir gleich mal ganz entsprechend höher fahren. Geht das? Gut. Geht nicht so, wie ich dachte. Das Rückwärtsfahren, ne? Ja, ist logisch da hinten. Ich muss so dicht dran wie möglich. Ja, das gute Stück wird ein bisschen ungünstig, ne? Wir müssen das Ding mal höher fahren. Geht nicht. Ausfahren. Das geht. Geht nicht darum, wenn ich hier mit dem Fahrzeug hinten lang fahre, dass er irgendwo stehen muss, ne? Im Grunde müsst ihr mir erstmal einen Anhänger schnappen. Haben wir einen freien Anhänger im Rumzustehen? Eigentlich nicht. Geht nicht darum, dass ich jetzt bin im LKW. Der LKW ist ja gut. Krieg Durst. Liegt am Mittagessen. Zu salzig. Keine Ahnung. Das ist der Radlader. So, liebes Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Tschüss, ciao, ciao. Ja, bis morgen. Tschüss.